Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Remember. Ich bin gespannt, was erwartet uns in Kapitel 5, das sich scheinbar mit Miu beschäftigen wird. Schauen wir mal. Ich dachte immer, dass dieses Leben immer so weitergehen würde. Immer mit Mam. Ich wollte schon wieder Mam. Immer mit Mam. Immer zusammen mit Aki-kun. Zusammen mit Mam. Kochen, Blumen heranzüchten, unter anderem. Gemeinsam mit Aki-kun das Piano hören, Bilder malen, unter anderem. Und mit Mu-chan zusammen spielen in diesem Garten, unter anderem. Und andere Dinge. Und auch mit Aki-kun auf diesem Dach stehen, wollte ich die Sterne betrachten. Oh, ey, schon wieder. Sorry, ich hab den Java-Updater schon wieder nicht ausgemacht. Das gibt's doch nicht. Okay, egal. Einfach, wir ignorieren das jetzt. Zu jener Zeit dachte ich nicht mal, dass das Leben einfach so enden könnte. Aber dann... Plötzlich war alles fort. Das war es wirklich, ganz plötzlich. Plötzlich, alles. Alles war zerstört. Aki-kun und Mutter und Vater. Ich war nicht mehr in der Lage, sie zu sehen, nie wieder. Ich war nicht mal in der Lage, auf Wiedersehen zu sagen. Es war wirklich schrecklich, traurig. Das kann doch nicht wahr sein. Das war es, was ich dachte. Aber am härtesten war es für Aki-kun. Dass so etwas direkt vor ihm geschehen war. Und dann nie mehr in der Lage zu sein, mich zu sehen oder... Mäm. Und so hat er seinen Blick abgewendet von all diesen unangenehmen Dingen. Und er vergaß alles über uns und alles vor dem jetzigen Zeitpunkt. Aber selbst dann war Aki-kun nicht in der Lage, wieder auf die Beine zu kommen. Selbst nachdem er uns vergessen hatte, gab er sich immer die Schuld für alles. Wie konntest du nur denken, dass es deine Schuld war, obwohl du gerettet wurdest? Das schrie ich viele, viele Male. Seine Gefühle waren immer noch ein Durcheinander und so versuchte er weiterzuleben. Ohne in der Lage zu sein, weiter voranzuschreiten und auch nicht sich umzudrehen. Als würde er immerwährend leben in einer Zeit, die angehalten ist. Ich konnte nicht einfach rumstehen und zusehen, dass es so endet? Und deswegen habe ich einen Wunsch an die Sterne gerichtet. Immer und immer wieder habe ich diesen Wunsch ausgesprochen. Dass meine Stimme in der Lage sein möge, Aki-kun zu erreichen. Dass die Worte, die ich nicht in der Lage war, auszusprechen, Aki-kun erreichen. Immer und immer wieder wünschte ich es mir. Immer und immer wieder. So lange tat ich es, dass mir schon gar nicht mehr bewusst war, wie die Zeit verging. Und während ich das tat, bevor ich wusste, was geschah, wurde die Welt erschaffen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass mein Wunsch angekommen war und von den Sternen erhört wurde, aber nun hier existierte diese Welt. Diese Welt war identisch zu Aki-kuns Zuhause. Diese Welt bestand aus Erinnerungen, die Aki-kun verloren hatte. Diese Welt bestand aus allem, das Aki-kun nicht wahrhaben wollte. Andere Sterne an einem anderen Himmel, ein falscher Himmel, von mir kreiert. Ich starrte den Himmel an und wartete. Immer und immer weiter wartete ich. Während Aki-kuns Zeit angehalten war. Und auch meine Welt hatte angehalten. Nichts bewegte sich, nichts geschah. Ganz einfach vergingen die Jahre und Monate. Aber selbst dann wartete ich weiter. Weiter sprach ich meinen Wunsch aus. Nur einmal ist ausreichend? Sowas Albernes werde ich nicht sagen, um zu jeden Tagen zurückzukehren. Ich weiß gerade nicht so genau, wie der Satz gemeint ist. Okay, egal.
so etwas Unsinniges werde ich nicht verlangen. Ach so, okay, ich glaube, jetzt verstehe ich, wie sie das meint. Sie will gar nicht irgendwie zurückkehren zu dürfen. Sie weiß, dass das sinnlos ist, ein Wunsch, der nicht erfüllt werden kann. Und sie weiß dass es nicht möglich ist, mit den anderen wieder zusammenzuleben, genau. So einen gierigen Wunsch habe ich nicht, dass ich wieder mit Aki-kun spielen will. Daher ist einmal nur einmal ausreichend. Bitte, lass mich Aki-kun wiedersehen. Bitte, lass mich mit Aki-kun sprechen. Ah, sie meinte mit nur einmal nicht den Wunsch aussprechen, sie meinte mit nur einmal ihn noch sehen dürfen. Nur ein Ding sagen zu können, auf Wiedersehen, nur das würde mir ausreichen. Aber diese Stimme wurde von niemandem erhört. Meine Stimme war nicht in der Lage, zu Aki-kun vorzudringen. Weiter wünschte ich. Weiter wartete ich. Ich erinnere mich nicht einmal, wie viele Male die Sterne schon sich bewegt haben, also sich gedreht haben, also einen Zyklus vollendet haben. Aber selbst dann wartete ich. Denn wir hatten ein Versprechen gegeben. Und dann endlich. Meine Stimme war in der Lage, zu Aki-kun vorzudringen. Mein Herz war in der Lage, zu ihm vorzudringen. Aki-kun reichte seine Hand in meine Welt hinein. Ich dachte, so würde alles zu einem Ende finden, aber Aki-kun akzeptierte mich nicht. Er verformte meine Welt, glaube ich, ist gemeint. Sekunde, ich kann mal kurz gucken. Ich glaube, Distort ist, wenn man etwas verbiegt. Ja, doch, ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Ich glaube, ich muss das nicht nachgucken. Na gut, ich gucke es doch nach. Oh, jetzt bin ich unsicher. Aber ich bin mir eigentlich sicher. Oh, ich bin schlimm. He distorted. Oh, ich habe vergessen, dass ich gerade hochlade. Ja, entstellte. Er verformte, genau. Mein Herz. Und so, Aki-kun erlaubte es mir nicht, ihm auf Wiedersehen zu sagen. Jedoch versuchte Aki-kun mich zu akzeptieren. Und Aki-kun traf mich. Und er war zu jener Zeit leer. Und obwohl ich nichts war, hörte Aki-kun meine Worte. Obwohl ich nichts tun konnte, nahm Aki-kun mich mit und schritt weiter voran. Er redete über eine Tonne an Dingen mit mir. Wir liefen gemeinsam. Und so war ich froh. Obwohl in dieser verformten Welt es schon ausreichend gewesen wäre, ein bisschen zu reden. Er war in der Lage, an meiner Seite zu sein, für eine ganze Weile. Und wir konnten über eine Menge Dinge sprechen. Und so, das ist vorerst genug. Deswegen geht es mir jetzt gut. Daher, hä? Dieser Ort? Oh. Richtig, ich war die ganze Zeit mit Huyuaki-kun zusammen. Diese ganze Zeit zusammen mit Huyuaki-kun. Aber es ist schon an der Zeit für das Ende. Richtig, diese lustigen Zeiten nähern sich ihrem Ende. Es ist an der Zeit. Aber zuvor, Mu-chan, komm her! Wahrscheinlich wollte Mu-chan die ganze Zeit nur voll freudig eigentlich sein. Obwohl, als Game Over war, sind wir immer gestorben. Naja, wie ich mir dachte, du warst hier, nicht wahr, Mu-chan? Du hast die ganze Zeit gewartet, nicht wahr? Tut mir leid, dass ich nicht in der Lage war, mein Versprechen zu halten. Aber es gibt nichts mehr, was ich tun kann für dich, Mu-chan, daher. Denn jetzt gibt es nichts anderes, was ich tun kann, als es Aki-kun zu überlassen. Also zumindest, also wenn denn Aki-kun dich akzeptiert. Bitte, ruh dich aus in jenem Garten, Mu-chan. Aki-kun, es tut mir leid, dass ich nicht in der Lage bin, bei dir zu sein. Aber es ist an der Zeit, dass dieser Traum sein Ende findet. Und ich werde auf dich warten, okay? An jenem Ort unseres Versprechens. Denn ich werde warten. Oh, ich darf nochmal speichern.
Ist noch ein Kapitel? Ist noch ein Kapitel? Sorry. Oh, letzte Episode. Das war mal eine kurze Episode, ne? Gerade mal. Ah, Ende des Traumes. Okay. All meine Erinnerungen sind nun zurückgekehrt. Und ich war in der Lage, mich diesen Erinnerungen zu stellen. In dieser Welt war ich in der Lage, alles zurückzuholen, was ich verloren hatte. Und deswegen hat diese Welt ihre Aufgabe erfüllt. Diese Welt wird nun bald verschwinden. Aber noch ist es nicht zu Ende. Ich habe noch mein Versprechen nicht erfüllt. Das Versprechen, Mio noch ein letztes Mal zu treffen an jenem Ort. Bestimmt hat Mio die ganze Zeit dort auf mich gewartet. Deswegen muss ich gehen. Um mein Versprechen mit Mio zu erfüllen. Aber zuvor... Oh, der sieht aber anders aus. Zunächst das Versprechen, das ich mit dir gemacht habe. Es gibt noch jemanden, der in dieser Welt gefangen genommen wurde oder, ja, eingesperrt wurde. Dieser hat sicherlich die ganze Zeit auf mich gewartet und daher muss ich diesen Typen, also ihn mitnehmen, auf die andere Seite. Damit, ach, wieso geil, das passt überhaupt nicht, damit er sich friedlich ausruhen kann. Ach so, muss ich was drücken? Ich glaube nicht. Also, kommt er hinterher, wenn ich jetzt hier hingehe? Ja, cool. Das ist ja cool. Also ich war jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass wir wahrscheinlich aufs Dach müssen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir ihn einfach mitnehmen. Wo ist er denn? Na komm, na kommst du. Na komm, mein Kleiner. Ich gehe einfach mal hier hoch. Nee, doch nicht. Dann müssen wir vielleicht in den Garten, hä? Wir bringen ihn in den Garten, genau. Das ist es ja auch, wo er hingehört. Genau, das war ja das Versprechen. Dass wir uns von dort gemeinsam die Sterne anschauen würden. Okay, dann machen wir das. Dann sind alle glücklich. Wir wollen ja ein schönes Ende haben. Das war hier, ne? Muss ich noch was... Ah, er läuft von selbst. Okay. Ich denke, du wirst in der Lage sein, dich zu entspannen und hier auszuruhen. Genau. Komm her, Mu. Oh, wie süß ist das denn? Tut mir leid, Mu. Du hast ja auf mich gewartet die ganze Zeit. Du hast das Versprechen gehalten die ganze Zeit. Und ich habe es vergessen. Mu, ohne dass er noch Kraft übrig hätte, übergibt seinen Körper an mich? Diese ganze Zeit. Ich hatte wirklich Angst vor dir. Ich dachte, dass du mich vielleicht hassen würdest, die ganze Zeit. Aber das war es nicht. Der Grund, warum hier die ganze Zeit Mu auf mich gewartet hat, ist nur, weil du spielen wolltest mit mir und mit Miu. Obwohl es nur das war. Und trotzdem zerstörte ich dein Herzchen. Verwandelte ich dich in dieses Ding, nehme ich an, meinte er jedenfalls. Es tut mir leid, Mu. Mu bewegt sich nicht. Er kann sich nicht mehr bewegen. Mit geschlossenen Augen lehnt er sich an mich an. Ich strich über seinen Rücken. Mus Körper... Also, ich glaube, er ist tot. Es ist das Ende, genau. Mu, es ist jetzt an der Zeit, sich auszuruhen. Hier kannst du dich ausruhen und schlafen. Und nun... Ah. Gute Nacht, Mu. Keine Zeit mehr. Schnell. Ich muss schnell dorthin. Mio wartet auf mich. Oh mein Gott, schnell. Wieso muss ich mich beeilen? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh je, dann wird es wahrscheinlich gleich Ende sein und dann laufen wieder die Texte in ultra-mega-schneller Geschwindigkeit durch. Also das ist ja echt
unrealistisch schnell. Wer kann denn so schnell lesen? Das erinnert mich an, wie hieß denn das andere Spiel? Oh, jetzt komme ich auf den Namen nicht, verflixt. Da will ich gerade was erzählen. Aber welches Spiel mich das erinnert? Ich komme jetzt partout nicht auf den Namen. Das sag mal. Huh! Oh mein Gott, diese Welt beginnt zusammenzufallen. Alles wird bald enden. Aber warte bitte noch ein wenig, denn ich komme jetzt. Miu! Dann wartet sie doch hier hinten wahrscheinlich, oder? Sie wartet, och Manu. Du bist spät dran, Aki-kun. Oh, scheiße, es geht von selbst. Ja, tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe. Ich habe hier die ganze Zeit gewartet auf dich, Aki-kun. Es tut mir leid, dass ich nicht in der Lage war, unser Versprechen zu halten. Ach, ist schon in Ordnung, denn jetzt bist du gekommen. Jetzt hast du dein Versprechen gehalten und deswegen ist es in Ordnung. Das reicht für mich. Aki-kun, bitte, geh weiter. Aber, ja, verschließe deinen Blick nicht vor uns. Das habe ich mir hier die ganze Zeit gewünscht. Was ich am meisten bereue. Aber Aki-kun, du hast mir den Wunsch jetzt erfüllt. Du hast dein Versprechen gehalten und bist hierher gekommen für mich. Und daher... Es ist für mich jetzt alles in Ordnung. In der Lage zu sein, bei dir zu sein. Selbst als ich meine Erinnerung verloren hatte. Wieder mit dir zu laufen. Selbst als diese Welt seltsam wurde. Und es ist genug. Und daher... Miu! Oh nein! Ich kann nicht mehr Kraft aufwenden in diesem Körper. Miu! Aber letztendlich... wollte ich nur noch ein einziges Mal diesen Sternenhimmel mit Aki-kun betrachten. Ich schätze, es ist an der Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Aki-kun, bitte weine nicht. Können wir nicht mit einem Lächeln enden? Aber es ist doch jetzt alles in Ordnung, Aki-kun, richtig? Können wir jetzt auf Wiedersehen sagen? Okay, Aki-kun. Bitte nicht. Aki-kun? Jetzt, da meine Erinnerungen zurück sind. Jetzt, dass ich endlich in der Lage bin, mit Miu zu reden. Und obwohl Miu die ganze Zeit darauf gewartet hat, dass es jetzt einfach so endet. Das ist einfach zu... Bitte nicht. Ich werde nicht in der Lage sein, dich hier wiederzusehen. Ich wollte dich auch immer sehen. Selbst als ich dich vergessen hatte, Miu. Ich wollte dich immer sehen. Und jetzt, wo ich endlich in der Lage bin, dich wiederzusehen, wieder mit dir zu sprechen. Ich wollte immer an deiner Seite sein, Miu, deine Hand halten, gemeinsam den Sternenhimmel betrachten. Und trotzdem, wieso? Wieso muss ich mich von dir trennen? Wieso müssen nur wir das durchmachen? Obwohl das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dich nicht zu verlassen. Und trotzdem, wieso? Wieso müssen wir uns trennen? Das ist... Ich doch auch. Ich möchte mich nicht von dir trennen, Aki-kun. Ich wollte auch immer bei dir sein, Aki-kun. Immer zusammen spielen. Immer gemeinsam die Sterne betrachten. Immer dein Piano hören. Immer zusammen mit Aki-kun spielen. Immer zusammen sein mit Aki-kun. Und trotzdem. Dass es schon enden muss, ist einfach schrecklich. Ich wollte doch weiter an deiner Seite sein. Dich nie wieder sehen zu können, ist etwas, das ich überhaupt nicht will. Miu empfand das Gleiche wie ich. Obwohl wir einander nie wiedersehen werden, obwohl wir nie wieder miteinander werden spielen können. Sie versuchte trotzdem zu lächeln und Tschüss zu sagen. Es war auch für mich sehr schmerzhaft. Es tut mir leid, Miu. Auch wenn du es aufgehalten hast. Der Himmel. Oh. Dieser Sternenhimmel. Letztendlich konnten wir ihn sehen. Wir haben das Versprechen wahr werden lassen. Ja. Die Wahrheit ist, ich möchte dich nicht verlassen, Aki-kun. Ich möchte weiterhin gemeinsam den Sternenhimmel betrachten und bei dir sein. Aber das ist nur ein kindlicher Wunsch.
denn wir können nicht mehr zusammen sein. Denn ich kann mir nichts anderes wünschen. Daher ich werde die Erinnerung niemals vergessen, die ich mit Aki-kun hatte. Es ist an der Zeit, ich muss gehen. Und du auch, Aki-kun. Jetzt ist das Ende, nicht wahr? Ja. Hey, Aki-kun, erinnerst du dich, mein Haarornament? Ich erinnere mich. Ich kann es dir nicht mehr geben, Aki-kun, aber zumindest meine Gefühle werden bei dir sein, Aki-kun. Daher, bitte vergiss mich nicht. Ja, ich werde nicht vergessen, nie wieder. Und so, auf Wiedersehen, Miu. Ja, auf Wiedersehen, Aki-kun. Du bist mein Liebster. Das war ein ziemlich trauriges Ende. Kein besonders, Happy End, sag ich mal. Ich nehme an, es laufen gerade wieder die Credits durch, die bei mir ja aus irgendeinem Grund nicht getriggert werden. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich warte mal oder ich drücke was. Nee, dann laufen wahrscheinlich gerade die Credits durch. Da muss ich jetzt kurz warten, bis es entweder wieder im Hauptmenü erscheint oder noch irgendwas passiert. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ah, hey Miu-chan. Weißt du, warum es so viele Sterne gibt, die alle so scheinen? Wieso? Weil es... Ach so, das hatten wir doch schon mal. In jedem Stern liegt ein Wunsch. Das liegt daran, dass ganz viele Wünsche an die Sterne weitergegeben haben und die Sterne geben ihr Bestes und scheinen deswegen ganz schön. Ich möchte auch einen Wunsch schicken. Dann, Aki-kun, was wird dein Wunsch sein? Ich habe momentan nichts, was ich mir wünsche. Und ich habe bereits alles, was ich will. Also werde ich den gleichen Wunsch aussprechen wie du, Miu-chan. Miu-chan, was wünschst du dir denn von den Sternen? Dann mein Wunsch wird sein, dass die Zeiten, die ich mit Aki-kun verbracht habe, bitte niemals vergessen werden. Voll traurig. Oh Manu, aber ich denke, es ist ein durchaus passendes Ende. Ich meine, keine Ahnung, man hat ja schon irgendwie vermutet, dass sie möglicherweise... Oh, ist ein anderer Anfangsscreen, das ist ja schön. Oh cool, oh Mann, trotzdem irgendwie traurig. Ich weiß auch nicht. Ach Mann. Ja, also ich fand das Spiel ganz schön, aber ich fand, dass die zweite Hälfte halt ein bisschen vielleicht zu storylastig war. Also wie soll ich sagen, nicht unbedingt storylastig. Ich fand einfach, dass ein bisschen Gameplay der zweiten Hälfte des Spiels trotz allem noch gut getan hätte, weil ich musste ja eigentlich nichts anderes machen, außer von diesen Erinnerungs... Glitzerkügelchen, also da hin und her zu laufen. Da hätte dem Spiel ein bisschen mehr vielleicht dann doch schon gut getan, um da noch ein bisschen Abwechslung reinzubringen in die ganzen Erinnerungsfetzen. Oder die vielleicht mehr über das ganze Spiel zu verteilen. Ich weiß es auch nicht genau. Aber trotzdem war es ein schönes Spiel. Und ich habe schon das nächste Let's Play-Projekt geplant, das nächste RPG-Maker-Projekt. Und ich freue mich schon drauf, ich hoffe ihr auch. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.